die panarabischen Farben Schwarz, Grün, Weiß und Rot für 4 arabische Dynastien. Die panarabische Revolutionsfahne aus der Revolte von 1916 bis 1918. Sie wurde mit dem Ziel geschaffen, die arabischen Stämme im Osmanischen Reich zu vereinigen mit der Hoffnung auf einen unabhängigen arabischen Staat. Kuwait, die Vereinigten Arabischen Emirate und die miteinander verwobenen Jordanien und Palästina tragen Varianten von ihr bis heute. In der Regel ist die Farbe Rot für das Dreieck vorbehalten. Auch wird auf sie von Oppositionen zurückgegriffen, wie im syrischen Bürgerkrieg, als Abtrennung von der arabischen Befreiungsflagge aus der Revolution in Ägypten 1952. Einst ideologisch aufgeladen und Symbol des arabischen Sozialismus und arabischer Einigungsversuche, ist sie heute dieses politische Gewicht größtenteils los. Die Trikolore Rot, Weiß, Schwarz wird in den Flaggen des Jemens, Syriens, Ägyptens, des Sudans und des Iraks in genau dieser Reihenfolge genutzt. Beide sind nicht nur in Farbe, sondern auch in Form einend. Auch international nicht anerkannte, aber faktisch mindestens teilweise souveräne Staaten wie Somaliland und Westsahara nutzen die panarabischen Farben. Libyen, das einst Motor der arabischen Einigungsversuche war, beinhaltet zwar die panarabischen Farben, bricht aber klar mit der Form und passt so optisch nicht mehr in den Kreis der Staaten mit panarabischen Farben. Das liegt daran, dass sie einen anderen Ursprung hat. Passend für den nordafrikanischen Staat ist, dass es genauso wie es panarabische Farben gebraucht, auch die panafrikanischen Farben in sich trägt.